Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe sowas von Muskelkater von den 50 Liegestütze gestern für das Sascha Huber Projekt bzw. die Sascha Huber Challenge. Und ja, ich mache natürlich jeden Tag 100, aber gestern nochmal extra fürs Video, ne? Na, ist natürlich alles nur Spaß. Ihr habt das Video ja gesehen oder auch nicht. Guckt es euch bitte nicht an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist natürlich wieder mal peinlich. Und wir haben heute ein richtig geniales Thema wieder für euch, denn wir wollen euch mal die Niantic Wayfarer Fails zeigen, die mir so unter die Augen gekommen sind. Dinge, die ich einfach nur richtig stupide finde als Vorschläge zum Einreichen von Pokestops oder Dinge, wo die Beschreibung einfach richtig Grütze ist. Einfach mal so ein paar Sachen, die mir da ins Auge gestochen sind. Ihr könnt natürlich auch in Facebook der Wayfarer Deutschland Gruppe beitreten, wenn ihr da Fragen habt zu Wayspots, wenn ihr unsicher seid bei manchen Sachen, wenn ihr gerne gute Bewerter sein möchtet, aber noch unsicher seid, könnt ihr da immer erfragen, was da los ist, ob das ein guter ist, ob das nicht, ob ihr das ablehnen solltet, annehmen solltet, wie auch immer. Das sind auch immer lustige Bilder und Fails dabei. Viele Sachen habe ich natürlich auch selbst von meinen eigenen Vorschlägen, die ich gesehen habe, die ich bewerten sollte, rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gehen soll. Ich kann natürlich mehrere Folgen machen. Nicht wie bei Raider Mittwoch, wo das dann 25 Minuten geht oder so. Soll eigentlich ein bisschen kürzer sein. Dafür öfters mal reingebracht, solche Fails. Ich rede einfach ein bisschen, wenn es mir dann zu lange dauert, breche ich ab und dann geht es in einer anderen Folge weiter. Angefangen hat das Ganze auf jeden Fall hier mit diesem Trafohäuschen und das ist, naja, jeder hat wahrscheinlich bei sich im Ort so ein Trafohäuschen stehen und ihr würdet natürlich sagen, ich habe keine Spots bei mir, ich brauche unbedingt einen Pokestop, ich reiche einfach mal mein Trafohäuschen ein, aber das sieht ja wirklich nach nichts aus. Das ist einfach ein normales, stupides Trafohäuschen, wie es überall zu finden ist. Wir haben auch ganz andere Beispiele gesehen mit Mural, also mit diesem Wandgemälde verziert, aber das ist wirklich gut, das ist noch harmlos jetzt. Ist einfach nur mal zum Einstieg gewesen, Trafohäuschen, richtig stupide eingereicht, einfach nur zack. Dann steht meistens immer noch was drunter wie Treffpunkt für Jung und Alt, ne? Also wer trifft sich nicht am Trafohäuschen, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr immer Party am Trafohäuschen macht. Was haben wir noch? Das fand ich auch richtig genial. Ich habe das Bild gesehen und mir dachte, das ist doch einfach Natur, ein Baum, eine Wiese, ein bisschen Gebüsch, aber dann die Beschreibung, einen schönen Teich, wo Frösche quaken. Schon mal, einen schönen Teich, wo Frösche quaken. Ich meine, wäre alles klein geschrieben, okay, Frösche extra groß, weil da war man sich ja sicher, dass das ja ein Substantiv ist, aber dann Teich doch klein geschrieben, da könnte man sich doch wirklich ein bisschen Mühe geben und als wäre das nicht krass genug. Ich habe da nämlich keinen Teich drauf erkannt. Ich weiß nicht, ob das da hinten ein Teich sein soll. Dann hätte man den Teich einfach wirklich als Ganzes fotografieren können und das als Umgebungsbild, aber dann guckt euch nochmal genau, wie der Pokestop heißt. Teich am Spielplatz Cleverlandstraße. Ein kleiner Teich in der Nähe eines Spiels palzt, wo am die Seele entspannen kann. Das würde ich schon aufgrund der Beschreibung, der Rechtschreibung, des Textes komplett ablehnen, davon abgesehen, dass man auf dem Foto eigentlich auch überhaupt gar keinen Teich sieht, dass an sich ein Teich ja auch ein Naturmerkmal ist, ein Infoschild zu einem Teich, wäre wieder was ganz anderes, aber Teich am Spielplatz, clever Landstraße, ein kleiner Teich in der Nähe eines Spiels palzt, wo am die Seele entspannen kann, jo mai, also das, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, auf jeden Fall habe ich das so gefeiert, als ich das gesehen habe, dass ich überhaupt erst die Idee zu diesem Video hatte. Dann aus dem Archiv What the Fuck vom Nachtmarel, der hat das mal gepostet gehabt, seht ihr hier eine Dusche mit einer Dame, die an der, ist das echt, ist das so ein Wandbild in der Dusche, was man sich da aufhängen kann, ist die Tür so gestaltet, aber ganz klar ist das natürlich ja privat. Ist auch nicht erlaubt, aber ist auf jeden Fall auffällig, wenn ihr sowas plötzlich als Bewertung habt, also bewerten müsst. Was auch dazu passt, was ich wieder gefunden habe, neben der Kfz-Reparatur aller Fabrikate gibt es einfach mal den Escandalo Swinger Club.
Sollte sowas durchgehen als Pokestop, ihr wisst, Pokémon soll ja auch kinderfreundlich sein und da werden die Kinder an Stops geführt, an Denkmäler, sollen sich mit ihrer Umgebung vertraut machen. Ob ein Swingerclub jetzt unbedingt dazu zählt, weiß ich nicht. Steht auch schön dabei, Swingerclub Escandalo Dinslagen. Also, wenn ihr mal in Dinslagen seid, kommt mal beim Escandalo vorbei. Versammlungsort und Treffpunkt. Wer versammelt sich da bitte schön? Treffen, okay, was trifft man da so an? Aber dann ganz cool noch das Schild, die Umgebung, das seht ihr, das hängt ja wirklich an der Straße rum, an so einem Zaun. Hier kann man mit Freunden oder anderen Leuten hingehen, weil da ein Versammlungsort ist. Geht ja auch immer mit euren Freunden in den Swingerclub oder mit anderen Leuten. Was sind andere Leute? Völlig Fremde. Sprecht ihr auf der Straße immer Leute an und sagt, hey du, heute Swingerclub, komm mit. Oder wie ich... Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Dann so Skulpturen, so Statuen werden natürlich auch gerne mal eingereicht, fotografiert, aber man kann sich das denken, ihr geht einfach in den Hagebaumarkt, kauft euch da für 5 Euro so eine Statue, gut, die wird wahrscheinlich teurer sein, wahrscheinlich für 50 Euro so eine Statue, oder wenn die innen drin aus Gold ist, für 5000 Euro so eine Statue, stellt die bei euch einfach auf die, neben die Tür, auf den, auf wo, bei der Treppe, da ist was, wo dann, ne? Und schon habt ihr natürlich hier einen Spot. Löwenwächter, kleiner Wachmann, einer muss ja aufpassen. Dann knallt ihr euch das hin und ihr seht schön, seht schon das Umgebungsbild auch. Einen schönen Vorgarten in einer schönen Straße. Also, das, da müsste, da reicht doch gleich den Vorgarten ein. Ein schöner Vorgarten in einer schönen Straße. Fertig. Löwenwächter, weil einer muss ja aufpassen. Habt ihr auch öfter solche Skulpturen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder habt ihr eine Skulptur zu Hause? Dann bitte reicht die nicht ein. Das wird eh nicht durchgehen. Ihr macht den Leuten nur das Leben schwer mit solchen Sachen. Dann das nächste wieder. Was ist das denn? Ein Gebüsch? Eine Wiese? Ist das etwa wieder ein Teich am Spielpalz? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Aber die Lösung... Wildlife Garden, Garten meines Elternhauses. Seht ihr das an? Also, das ist wirklich ein richtig prächtiger, prunkvoller Garten in deinem Elternhaus, bei deinem Elternhaus auf jeden Fall. Also, die haben sich echt Mühe gegeben, das da richtig, also da würde ich auf jeden Fall gerne feiern. Da kann man austreten gehen natürlich, wie man sieht, da ist man ja verdeckt von Büschen. Aber einfach mal, es ist... Natur, es ist privat und man schreibt es auch noch da rein, der Garten meines Elternhauses. Aber natürlich, weil es in Großrudestedt nur ein Pokestop gibt. Gibt es in Großrudestedt einfach nichts? Es gibt doch überall irgendwas, selbst das Willkommensschild. Gerade kleinere Dörfer oder irgendwas haben natürlich meistens auch so ein Willkommensschild, unabhängig vom Ortsschild. Aber gut, vielleicht ist das ja der eine Pokestop, den es da gibt. Aber ihr habt doch sicherlich einen Spielplatz oder ihr habt doch sicherlich einen Friedhof. Das ist wieder unehrenlos. Also ehrenlos ist es, nicht unehrenlos. Das ist doppelte Verneinung. Ist ja sicherlich wieder ehrenlos, wenn man auf dem Spielplatz, nein, auf dem Friedhof was einreicht. Ich komme nicht klar mit dem Spielplatz. Auf jeden Fall... Ja, das ist einfach wieder, da guckt man, Baum, ne? Es gibt hier nur einen Stop, ich nehme mal den Baum mit. Dann das nächste haben wir hier, ich habe mir gedacht, was ist das? Da handelt es sich um ein Schloss. Wäre es da nicht sinnvoll, das Schloss, das Gebäude zu fotografieren und einzureichen? Aber was ist das? Ich verstehe es nicht. Was ist denn das Blaue? Und dann ein Kreis und dazwischen? Das ist doch im Prinzip ein... Keine Ahnung, was es ist, aber dann guckt ihr das Umgebungsbild und die Beschreibung. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Schmalkaldens. Der Teddy dahinter wahrscheinlich, darum geht's, aber das ist einfach eine blaue Mauer und an der blauen Mauer oder in der blauen Mauer, hinter der blauen Mauer, keine Ahnung, ist irgendwo ein Schloss. Richtig genial. Das ist auf jeden Fall eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Schmalkaldens. Und das Umgebungsbild, wo ihr das nicht mal drauf seht. Wo ist denn hier das Loch mit dem Schloss? Kann ich nicht erkennen. Verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall Teddy. Richtig genial. Macht die Teddy-Filiale. Geht aber auch nicht durch. Also machen wir es lieber nicht. Dann haben wir hier noch was. Kita im Lutherviertel. Also Lutherviertel. Ruhige und abgelegene Kita inmitten von... Bla bla bla, was? Halleluja Zentrum, irgendwas auf jeden Fall.
Warum reicht man denn eine Kita ein? Es ist ganz bekannt, Kindergärten sollen keine Wastebots sein und Kinder schützen. Aber wenn man schon sagt, hier guck mal, eine Kita, ne? Wo ist denn da eine Kita? Da ganz im Hintergrund, es wird der Parkplatz fotografiert und weil man keine Kita einreichen darf, fotografiert man den Parkplatz, der neben der Kita liegt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man ja auch ja nicht die Kita drauf hat. Sagt aber trotzdem, dass es um die Kita geht, die irgendwo dahinter ist. Ruhig und abgelegen auf jeden Fall. Also nehmen halt einfach ein paar Steine. Richtig genial auf jeden Fall. Dass wer sich sowas immer ausdenkt. Jetzt nehmen wir den noch mit. Die grüne Straße ins Nichts. Ein Rettungsweg für die Feuerwehr. Was machen die da? Die fahren da mit dem Auto durch oder was? Oder keine Ahnung. Einfach so eine Hinnergasse im Gebüsch. Was ist, ich sehe da keinen Rettungsweg, grüne Straße ins Nichts. Ja, ins Nichts, da hinten kommen doch Straße und ein Haus. Die führt sicherlich irgendwo hin, aber keine Ahnung. Das ist für mich einfach nur richtig Quatsch, sowas einzureichen. Die Leute, die probieren das wirklich. Was ist das? Ist das ein Pokestop? Nein, das war ein Adi, sein Schwanz, der hier reingekommen ist. Und ich glaube, der Adi wollte auch Bescheid sagen. Wir haben jetzt schon 10 Minuten geredet und wir wollen die Folge nicht so extra lang gestalten. Deshalb brechen wir hier ab. Machen natürlich in der nächsten Episode weiter. Schreibt mal was rein, was ihr so für lustige Sachen entdeckt habt, was ihr schon für Sachen bewerten musstet, was da so dabei war. Und ich habe auf jeden Fall noch einige Bilder übrig, werde auch weiter sammeln und immer mal so eine Folge raushauen, dass wir uns das angucken. Denkt dran, Spielpalzt, ne? Wenn ihr ein Spielpalzt habt, schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.